Hey Doc, du sagst immer, die Politik hat noch nie das Ende einer Hochkultur abwenden können. Aber jetzt gab es doch so eine Aktion von so bekannten YouTubern im Web. Und das war so ein Erfolg. Die setzten sich für die Grünen ein und ja, die könnten doch etwas ändern. Vorweg, man muss ein bisschen tiefer in die Politik eintauchen als sich nur kurz mit YouTube-Influencern beschäftigen, denn die pochen auf unser gutes Gefühl, auf unser Vertrauen. Aber ich würde sagen, schauen wir uns einmal an, was hinter dieser Geschichte dieser 90 YouTuber steht. Und KenFM hat das sehr gut zusammengefasst. Ihr findet wie immer den Link unterhalb. Gebt mir 10 Minuten Chance, ich gebe euch einen Ausschnitt von KenFM, wo er analysiert, was hinter dieser Werbebotschaft von den YouTubern steckt. Rezo, dieser blauhaarige YouTuber/Influencer, ist ja spätestens seit seinem Video Zerstört die CDU in aller Munde und wurde vom ehemaligen Nachrichtenmagazin neulich in die Nähe von Rudi Dutschke und der APO gerückt und war jüngst im Disput mit dem Deutschen Journalistenverband. Aber egal, mit wem er sich anlegt, über wen er ein Video macht, welche Partei er gerade attackiert oder was er und seine 90 YouTube-Kollegen kommentieren, es geht nicht um Inhalte. Es geht um Reichweite und es geht darum, vor allem der Generation YouTube das Gefühl zu geben, sie könnten sich gegen die da oben, gegen das System, sie könnten sich wehren, während man sie in Wahrheit so richtig einseift. Rezo muss das alles nicht verstehen, er wäre sicher dagegen, aber auch Herr Rezo wird nur benutzt. Beweisen wir das. Welchen Effekt hatte das so hochgelobte Rezo-Video Zerstört die CDU da, wo es drauf ankommt, nämlich auf der Straße, zum Beispiel in Rammstein? Gar keinen. Und dabei hatte dieser Rezo doch recht ausführlich über Rammstein als zentrale Steuerungseinheit für die Drohnenmorde gesprochen. Hier ein Ausschnitt. Die USA haben an echt vielen Orten auf der Welt Krieg. Keine Ahnung, ist vielleicht deren Hobby, ist nicht mein Ding, ich halte mich da raus. Unter anderem in Afrika oder im Nahen Osten, also Pakistan, Jemen, Afghanistan, so diese Ecke. Und da fliegen die halt echt gern diese Kampfdrohnen. Die können die nur nicht von zu Hause aus steuern, weil das halt auf der anderen Seite der Welt ist und wegen der Erdkrümmung geht das nicht. Daher brauchen die irgendwen, der ihnen dabei hilft. Und dieser irgendwer sind wir, denn die CDU und die SPD sagen, ey, Amis, mach das doch gern hier von Rammstein aus. Also nicht von der Band Rammstein aus, so heißt halt der Ort, wo dieser Stützpunkt ist, den wir denen dafür zur Verfügung stellen. Das ist auch die größte Einrichtung der US-Luftwaffe außerhalb von den USA. Also ist ein krass wichtiges Ding für die. Vor allem, weil die nur damit die Drohnen im Nahen Osten steuern können. Die werden nämlich von den USA über Rammstein dann gesteuert. Bup, bup. Und dazu machen die Amis da sogar noch Planung, Überwachung und Auswertung von solchen Einsätzen. Also nochmal, nur weil CDU und SPD sagen, ja, ihr dürft das da ruhig machen, können die Amis überhaupt die Drohnen steuern. Hand aufs Herz, wer von euch Millionen Rezo-Fans war nach dem Rezo-Video bei der letzten Stopp-Rammstein-Demo präsent, die seit Jahren ja vor der Airbase stattfindet? Also Zeit, sich vorzubereiten, wäre genügend gewesen für eine Fahrgemeinschaft nach Rammstein. Ja? Das Rezo-Video war ja am 18. Mai veröffentlicht worden und ab dem 23. Juni hättet ihr euch im Rammstein-Friedenscamp blicken lassen können. Die finale Demo war dann am 30. Juni. Also wie viele von euch, damals 12 Millionen, haben sich nach Rammstein aufgemacht? 10%? Das wären 1,2 Millionen. Oder sagen wir 1%. Also immer noch 120.000. Ich will es euch sagen, denn ich war dieses Jahr vor allem in Rammstein, um die Rezo-Community, die von den gesteuerten Massenmedien gefeierten Anhänger einer neuen Generation, die sich wehrt, um diese live zu sehen. Nur leider war keiner da von euch. Also es war gar keiner da. Also keiner von den 12 Millionen. Was ich deshalb ganz genau weiß, weil ich all die Jahre davor auch schon da war. Also an der Demo gegen die Airbus, ja. Und 2019 waren genau wie die Jahre davor zwischen 5.000 und 6.000 Personen am Set. Alle deutlich über 35. Ja? Und glaubt mir, wären auch nur 1% von euch da gewesen, das wäre schon aufgefallen. 120.000, das hätte ich schon gemerkt. Ja, war aber nichts. Oder sieht das hier, die Bilder, die jetzt kommen, sieht das nach 120.000 Menschen aus? Aus den Studien über den nuklearen Winterwissen. Deshalb hört auf mit dieser unverantwortlichen Politik. Hey, YouTuber. Ist die Doku National Bird bekannt? Lief sogar im Kino, viele Preise bekommen. You literally just kind of hover. And you would wait until he walked out to the field to meet with some friends for something. And you'd blow him up. Drop a Hellfire missile on him. Maybe we killed our objective, maybe we killed a guy who we thought was our objective. You don't know.
When I first got into the military, I was thinking it was a force for good in the world. I thought I was going to be on the right side of history, and today I don't believe I was. Scheiße. Also wem geben wir jetzt die Schuld für unser Nichterscheinen in Rammstein? Vielleicht Rezo, der es in der gesamten Passage seines Videos ja zufällig versäumt hat, auf die Rammstein-Demo hinzuweisen. Und Google kennen wir ja gar nicht. Der die Rammstein-Kampagne trotz massiver Recherche irgendwie nicht auf dem Schirm hatte. Oskar Lafontaine war da. Hat dort gesprochen, nicht zum ersten Mal. Kennt Rezo diesen Mann? Oder kennt Rezo die, die dafür sorgen, dass er wie aus dem Nichts diese enormen Reichweiten machen konnte? Und zwar just in dem Moment, wo er zum ersten Mal politisch wird und explizit davon abrät, CDU, CSU, SPD und die AfD zu wählen. Ja, aber was bleibt denn da noch, Rezo? Gehen wir anders ran. Wer ist eigentlich der eigentliche Besitzer des Rezo-Kanals? YouTube? Nee, YouTube stellt nur die Plattform. Aber die Inhalte, die kommen von ganz anderen. Der YouTube-Kanal von Rezo und seinen 90 Freunden gehört nämlich der Ströer-Gruppe, ja, die über die Gründung von Tube One massiv in das Social-Media-Geschäft eingestiegen ist. Das ist ein Milliardenmarkt. Ströer hat im ganzen Land Reklamekästen stehen und in den letzten Jahren eine enorme Expansion hingelegt, um auf allen Ebenen präsent zu sein, vor allem im Netz. Auch die Seite, für die Rezo gleich am Anfang massiv Werbung gemacht hat, nämlich t-online.de, gehört schon lange nicht mehr der Telekom, sondern Ströer. War euch Followern das bekannt? Da steht ja was ganz anderes drauf. Mhm. Ströer geht es darum, als Monopolist das Rennen im Werbemarkt zu machen. Also am besten europaweit. Früher machte Ströer klassische Werbung, also klassische Werbung, erkennbar, Plakatflächen, kann jeder mieten, auch die Bundeswehr. Und in der Regel werden dort dann schnöde Alltagsprodukte beworben, Waschmittel, Autos, der ganze Quatsch. Aber seit Ströer im Netz aktiv ist, ist diese Werbung immer schwerer zu erkennen. Denn es geht vor allem darum, den sehr, sehr jungen User, also euch, geschickt zu manipulieren. Ihr dürft das nämlich nicht merken. Und ihr merkt es nicht. Immer weniger geht es bei der Werbung für euch im Netz darum, euch die neuen Sneaker von Adidas oder Coca-Cola zu verkaufen. Nein, das Geschäft von morgen heißt vor allem, Ideologien, Haltungen oder Vertrauen in eine neue politische Führung unterschieben zu können. Wählt doch die Grünen. Ströer selbst ist das übrigens vollkommen egal. Ihr seid Ströer vollkommen egal, denn wenn ein Kunde zahlt, setzt Ströer um, was der Kunde möchte. Ströer sieht sich vor allem als Garant für enorme Reichweiten. Ja? Und wer die nutzt, das spielt überhaupt keine Rolle. Es müssen alle zahlen und darum geht es. Wichtig ist aber nicht irgendeine Werbebude zu sein, sondern unter den Top 10 gelistet zu werden. Um den dazu nötigen enormen Expansionskurs realisieren zu können, nahm Ströer schon 2004 einen 400 Millionen Euro Kredit auf und kaufte damit die damalige Konkurrenz, die Deutsche Städtereklame GmbH und die Deutsche Eisenbahnreklame. Seither ist Ströer Marktführer in Deutschland und kann seinen Kunden anbieten, ein Millionenpublikum zu erreichen, zu verführen und zu manipulieren. Euch. Die mit dem Smartphone. Die 400 Millionen Euro, die Ströer damals in Anspruch nahm, um so zu expandieren, kamen direkt aus New York von dem Investmentfonds Cerberus. Hinter Cerberus steckt Steven Feinberg und er hat sich mit rund 25 Milliarden Dollar in über 300 Unternehmen weltweit eingekauft. Was sind das für Firmen? Das ist zum Beispiel Mercedes-Benz, die über eine gigantische Rüstungssparte verfügt. Oder das ist die Commerzbank, ja, die sich an Rüstungsfirmen direkt beteiligt und immer dann Cash macht, wenn es irgendwo knallt, zum Beispiel im Jemen. Leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Überhaupt kauft Cerberus neben europäischen Banken vor allem Rüstungsfirmen und hat diese in einer internen Firmenverpackung als, jetzt kommt's, Freedom Group getarnt. Die Dine Corporation gehört zum Beispiel dazu. Man stellt sich als privates Militär- und Sicherheitsunternehmen dar und ist unter anderem in Bosnien aktiv, Somalia, Angola, Haiti, Kolumbien, Kuwait, Kosovo, Afghanistan und im Irak. Man ist präsent. Noch Fragen, liebe YouTuber? Im Portfolio von Cerberus sind dann nicht zufällig Banken und Waffenschmieden. Nee, Banken finanzieren Kriege, die mit Waffen geführt werden. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben. Cerberus, dieser Laden, der eben Banken und Rüstungsmaterial einkauft, hat durch seinen 400-Millionen-Kredit an Ströer, diese Plattform für Manipulation aller Art, erst zu dem gemacht, was sie heute ist, nämlich die Number One. Und diese Number One pusht auch Rezo und euch, wenn ihr das auch gar nicht auf dem Schirm hat. Die Kernbotschaft von Rezo und euch in diesem bekanntesten Video war ja dann, wählt nicht die CDU, nicht die CDSU, nicht die SPD und nicht die AfD. Das haben die Wähler verstanden und sich spontan für die Grünen entschieden.
Und wie zufällig war das Rezo-Video auf der Ströhr-Plattform, die mit Cerberus-Geld aufgeblasen wurde, kurz vor der Europawahl fertig geworden. Und ebenfalls pünktlich konnten sich 90 YouTuber der Kernbotschaft von Rezo anschließen, nämlich wählt die Grünen, obwohl sie vorher noch nie was mit Politik zu tun hatten. Das seid ihr. Dies ist ein offener Brief, ein Statement. Von einem großen Teil der YouTuber-Szene. Am Wochenende sind die EU-Wahlen und es ist wichtig, wählen zu gehen. Aber es ist genauso wichtig, eine rationale Entscheidung bei der Wahl zu treffen, die im Einklang mit Logik und Wissenschaft steht. Es gibt viele wichtige politische Themen. Aber nach der Risikohierarchie hat die potenzielle Zerstörung unseres Planeten offensichtlich die höchste Priorität. Und jedes andere Thema muss sich hinten anstellen. Die irreversible Zerstörung des Planeten ist leider kein abstraktes Szenario, sondern das berechenbare Ergebnis der aktuellen Politik. Das behaupten nicht wir, sondern das ist der unfassbar große Konsens in der Wissenschaft. Die Experten sagen deutlich, dass der Kurs von CDU, CSU und SPD drastisch falsch ist und uns in ein Szenario führen wird, in dem die Erde unaufhaltsam immer wärmer wird, egal was wir tun. In dieser Welt sterben nicht nur viele Tierarten aus, sondern auch viele Menschen. Für die Überlebenden nehmen Krankheiten zu. Billionen wirtschaftliche Schäden entstehen. Es werden hunderte Millionen Flüchtlinge kommen, die nicht für ein paar Jahre, sondern für immer in anderen Ländern untergebracht werden müssen. Darin ist sich die Wissenschaft sicher. Hier geht es nicht um einzelne Expertenmeinungen, die kann man immer finden. Nein, es ist ein überwältigender Konsens unter Wissenschaftlern, der sich auf unzählige, unabhängige Studien und Untersuchungen stützt. Wer diesen Konsens leugnet, so wie die AfD, oder nicht danach handelt, wie die aktuelle Regierung, hat nichts in der Führung eines aufgeklärten Landes zu suchen. Dass wir uns nicht falsch verstehen. Ich habe selbst Kids, die zu der YouTube-Generation gehören und ich finde super, dass sich 90 YouTuber spontan für Politik interessieren. Aber dämmerte euch nicht, dass es da vielleicht Menschen geben könnte, die euch benutzen. Ja? Irgendjemand hat euch benutzt. Der Job, den die Influencer, also ihr zu erledigen hattet, ohne es zu wissen, war, Menschen, die politisch ähnlich ahnungslos sind wie ihr, in die richtige Richtung zu schubsen. Und das geht, weil eure Follower euch, den Influencern, vertrauen. Ja? Und genau das, also das Vertrauensverhältnis zwischen euch und den Fans, das verkauft Ströhr. Ströhr verkauft den Einfluss der Influencer. Und da gibt es eine Strategie. Wenn ich als eine Firma Cerberus, die Krieg brauchen, um zu verdienen, wenn ich dafür eine Stimmung brauche, kaufe ich mir eine deutsche Werbebude, blase sie auf, um so an Millionen von Leuten zu kommen. Da müsste man natürlich strategisch denken können. Und glaubt mir, Cerberus denkt strategisch. Und was ist der Effekt? Die Grünen haben nach eurem Video, die Grünen haben bei der EU-Wahl abgeräumt. Und so auch den Grünen in Deutschland einen enormen Schub versetzt, während die SPD vollkommen abgeschmiert ist. Für Nahles war das Game Over. Viele von euch werden jetzt denken, naja, da kann man ja eigentlich niemandem mehr vertrauen. Ja, man soll auch nicht vertrauen. Ich habe viele Videos, wo ich über das Ego rede, wo ich über das Bewusstsein rede. Und manchmal bekomme ich E-Mails oder Anfragen, wo die Leute sagen, ja, das hat ja nichts mit dem realen Leben zu tun. Das hat viel mehr mit dem realen Leben zu tun, als ihr glaubt. Denn diejenigen, die uns so manipulieren, die wissen über diese Zusammenhänge, was das Ego ist, wieso wir uns so leicht einer Meinung anhängen, wieso es so leicht ist, ein gutes Gefühl bei uns zu erzeugen und wie man uns am besten rumkriegt. Die machen dann solche Videos für Millionen und die meisten YouTuber, die da mittun, die wissen Teile davon, die ahnen Teile davon, weil sie sehr, sehr professionell diese Videos gestalten und das ist nicht mehr so locker flocker, dass man das so wegdreht, aber auch die meisten YouTuber von denen wissen gar nicht das große Ganze. Und wie werden wir das aber lösen? Indem wir uns vernetzen, indem wir miteinander in uns selber eintauchen und uns fragen, du, wieso suche ich immer jemanden, dem ich vertraue? Wieso suche ich immer all meine Antworten da im Außen? Wie werde ich gesund? Wie werde ich glücklich? Wie? Wieso höre ich nicht einfach einmal in mich hinein? Was sagt mir der Körper? Ihr wurdet alle perfekt geboren. Ihr werdet da draußen keine Antworten finden. Nur Verdrehungen, Lügen und Leid. Aber glaubt mir ja nicht. Forscht selbst. Alles Liebe.